Was ist denn heute nur los? Warum geht es an den Aktienmärkten nach unten? Gestern war doch noch alles wunderbar. Schön, Paul hat uns versichert, bis zum Jahr 2022, vielleicht auch bis zum Jahr 2122, die Zinsen nicht mehr anzuheben, weiter QI zu betreiben. Ist doch alles schick, oder? Was ist da los? Warum geht es nach unten? Das wollen wir uns in diesem Video anschauen, zu dem ich Sie alle herzlichst begrüße, meine Damen und Herren. Und wir schauen uns mal die offensichtlichen oder oberflächlichen Gründe an und wir schauen uns die etwas untergründigen Gründe an, warum es heute nach unten geht. Und wir starten zunächst mal mit den offensichtlichen. Wir haben hier Jerome Powells Aussagen, der ein bisschen skeptischer war in Sachen US-Konjunktur auf der einen Seite, der mehr oder weniger die US-Arbeitsmarktdaten vom letzten Freitag zerschossen hat, als die Märkte ja Party gemacht hatten, wegen den scheinbar so wunderbar neu geschaffenen Stellen. Die Realität sieht anders aus und ein Stück weit haben wir diese Realität heute gesehen mit den Ersterträgen auf Arbeitslosenhilfe. 1,5 Millionen und vor allem die Continuing Claims, die fortgesetzten Anträge auf Arbeitslosenhilfe, die waren höher als erwartet, fast 1 Million höher. Da sind wir knapp unter der Zahl von 21 Millionen. Also es war so ein kleiner Wake-up-Call, ein Realitätscheck zwischen dem, was die Märkte längst eingepreist hatten, nämlich eine schnelle V-mäßige Erholung. Das Einzige, was sich hier V-mäßig erholt, das sind die Aktienmärkte, aber nicht die Wirtschaft. Und das ist immer eine unschöne Kombination, wenn die Dinge ein bisschen zu weit laufen. Es ist wie im richtigen Leben. Man kann Exzesse ziemlich lange betreiben, bis man sie nicht mehr betreiben kann. Es geht eine Zeit lang gut, bis es nicht mehr gut geht. Und vielleicht geht es jetzt nicht mehr gut, weil die Differenz zwischen Realität und den Vorstellungen, die die Aktienmärkte haben, den Preisbildungen, die dort passiert sind, die nur erklärbar sind durch FOMO, Fear of Missing Out und eben mit der Unterstützung der Fed, die genau weiß, dass die Märkte exzessiv sind. Das hat Jerome Powell gestern klar gesagt. Die Märkte sind zu teuer. Sie sind hochbewertet. Vielleicht ist das auch ein kleiner Grund, warum der eine oder andere heute den Verkaufsknopf gedrückt hat. Der andere Grund, wir haben also erstmal Wake-up-Call zur Realität, Differenz zwischen Realwirtschaft und Preisen an den Aktienmärkten. Der zweite Grund ist, dass offenkundig im Süden der USA diese Corona-Krise jetzt wieder voll zuschlägt. Wir sehen vor allem in den südlichen Bundesstaaten der USA, Florida, Texas, wo auch immer im Süden der USA, auch Kalifornien, im Süden Kaliforniens, vor allem Arizona, sehen wir steigende Fallzahlen. Und was das Problem dabei ist, ist einerseits, diese Staaten, Bundesstaaten haben zuerst wieder aufgemacht, haben also den Lockdown am ehesten beendet. Und das zweite, fast noch problematischere, ist, dass eben in diesen Bundesstaaten die Temperaturen ja hoch sind. Und man hatte die Hoffnung, dass warme Temperaturen dann doch sehr stark eindämmend wirken auf die Verbreitung des Coronavirus. Man wird jetzt offenkundig eines Besseren belehrt. Damit ist ein Hoffnungsmotiv ein bisschen verloren gegangen. Der dritte Grund, warum die Aktienmärkte fallen, ist, dass die Chancen, und das wird kaum genannt, aber es ist ein entscheidender, dass die Chancen auf eine Wiederwahl von Donald Trump zumindest nach derzeitiger Wahrnehmung gesunken sind. Und wir sehen, dass hier eben diese Chancen bei Umfragen wie auch bei Wettplattformen in Sachen Donald Trump deutlich nach unten gehen. Und normalerweise läuft das relativ kongruent, also läuft relativ gleichmäßig nach oben, wenn die Märkte denken, Trump wird die Wahl gewinnen, und es läuft nach unten, wenn die Märkte denken, Trump wird die Wahl verlieren. Denn es ist so, dass wenn die Demokraten, die US-Demokraten an die Macht kommen, dann wird es wohl eine Rückabwicklung der Steuerreform geben, die ja faktisch den Unternehmen in den USA massiv Geld in die Taschen gespült hat. Und das war ein Grund vor allem der Rallye seit dem Jahr 2017. Und der vielleicht entscheidende Grund ist, dass es heute nach unten geht. Wir sind, wie Sven Hendrik zeigt, hier in einer klassischen Bärenmarkt-Rallye. Wir haben eine V-Erholung von den Tiefs gesehen. Die Bullen werden immer übermütiger und sagen, ihr Bären, ihr seid doch völlig ahnungslos, ihr Pessimisten. Die Tiefs sind da, so heißt es dann allgemein. Die haben wir schon längst hinter uns gesehen. Complacency kehrt ein. Wir haben immer mehr Aussagen, ja, wir haben jetzt schon einen neuen Bullenmarkt. Man hat die Fear of Missing Out, man hat also Angst, die Rallye zu verpassen. Die Bären werden gegrillt, kapitulieren, so wie neulich Mohammed El-Erian, so wie Stan Druckenmiller. Und dann plötzlich, Booms, wird der Stecker gezogen und es geht nach unten. Man hat versucht, seitens von Donald Trump,
die Dinge wieder zu wenden. Heute Donald Trump in einem Tweet, die Fed ist, wie so oft, liegt daneben. Es ist alles viel besser, als die Fed glaubt. Wir werden ein tolles drittes Quartal haben, wir werden ein noch besseres viertes Quartal haben und wir werden das allerbeste Jahr 2021 haben, das die USA je erlebt haben. Und überhaupt werden wir bald einen Impfstoff haben und Therapeutics Cure. Ganz, ganz klar, Sven Henry kommentiert hier, ganz klar, analytisch, wenn Märkte nach unten gehen, dann hast du drei Möglichkeiten. Twittere, dass du weißt, dass bald ein Impfstoff kommt. Sende Mnuchin und Kudlow ins Fernsehen. Beide sind heute aufgetreten. Zufall, Zufall. Und wenn all das nicht klappt, dann tweete, dass die Fed einfach böse ist. Naja, bisher hat alles drei nicht geklappt. Mnuchin hat gesagt, ja, wir werden eine weitere Billionen in die Wirtschaft pumpen. Also man hat sich Mühe gegeben. Auch Kudlow hat sich Mühe gegeben. Der Schönsprecher von Donald. Und kaum sind die Futures nach unten, sind die Aktienmärkte nach unten. Da lesen wir hier schon in der Headline, more government stimulus needed. Also die Märkte verlangen sofort nach mehr Stimulus, wenn es nach unten geht. Das ist wie mit Kindern an der Supermarktkasse. Die Regale, wo die Süßigkeiten drin sind, da muss man vorbei und dann wird gequengelt. Noch mehr Stimulus, noch mehr Geld in die Wirtschaft. Wir sehen, dass die Gesamtschulden der USA inklusive Unternehmensschulden jetzt bei knapp 56 Billionen Dollar liegen. Das ist durchaus sportlich. Aber es ist schlichtweg so, warum es heute auch nach unten geht, ist einfach ein Gesetz der Wahrscheinlichkeit, ein Gesetz der Schwerkraft. Wir haben eine ähnliche Situation wahrscheinlich wie 2009, nur dass die Lage viel schlimmer ist als 2009 realwirtschaftlich. Die Notenbanken geben aber voll Gas und es wäre eben, ich hatte diesen Tweet von Carl Quintanilla heute schon morgens im Videoausblick gezeigt, es wäre durchaus normal, wenn da vielleicht dann mal eine 10% Korrektur kommt. Und wir sehen natürlich, es war diese Spekulation vor allem von Privatleuten, die hier die Märkte nach oben getrieben hat. Wir sehen hier Google Trends, Suchbegriffe Daytrading, Call-Optionen, also es ist ein Wahnsinn gewesen, was da in letzter Zeit abgelaufen ist. Und es sind vor allem die amerikanischen Privatinvestoren, die richtig gehend exzessiv unterwegs waren, seit die amerikanischen Broker praktisch die Gebühren abgeschafft hatten. Das ist im Herbst 2019 der Fall gewesen. Seitdem steigen die Kontoeröffnungen, steigt das Volumen von Calls im Optionsbereich. Es steigen die Aktienkäufe etc. etc. Und dieser Exzess wird heute ein Stück weit rückabgewickelt. Wir sehen hier den VIX, die Volatilitätserwartung beim den S&P 500 Aktien. Und der bricht nach oben aus einem Falling Wedge, wie man das nennt, also aus einem fallenden Trendkanal, geht es jetzt doch relativ impulsiv nach oben. Und wir sehen die Gefahr, dass möglicherweise da ein Fehlausbruch beim Nasdaq, der ja gestern oder der jetzt kürzlich ja die 10.000er-Marke, Nasdaq 100, die 10.000er-Marke erreicht hat, dass das ein Fehlausbruch war. Und solche Fehlausbrüche, wenn dem so ist, das eins heute, sind besonders gefährlich für die Bullen oder auch für die Bären, wenn sie nach unten erfolgen. 9.850, die Marke wird hier genannt in dieser Analyse, als die muss halten. Die wäre inzwischen schon durchgehandelt, also da droht sozusagen ein Fake-Ausbruch. Der DAX hat es heute sehr schwer gehabt, minus 4%, aber auch der CAC 40 minus 4,3%, der FTSE 100 minus 3,7%, Spaniens IBEX minus 5,2% und der MIB 40, der italienische Leitindex minus 4,3%. Der DAX heute den schlechtesten Tag seit März absolvieren müssen. Und in Sachen Donald Trump und bestes Jahr der Geschichte der USA schauen wir uns mal die Explosion der Zombie-Firmen in den USA an. Hier Analyse der Deutschen Bank. Da sind also die Profite geringer als das, was man an Zinsen zahlt, um die Schulden zu bedienen. Das spricht dagegen, dass wir das beste Jahr der amerikanischen Geschichte 2021 sehen. Und das spricht eben auch dagegen, was wir hier sehen. Auf der linken Seite sehen wir China, Verhalten der Konsumenten. Und auf der rechten Seite USA, da haben wir praktisch einen Rückgang des Konsums in den USA bei minus 71%. Und die Chinesen, die ja eigentlich aus dem Schlimmsten raus zu sein scheinen, auch da tendiert der Konsum wieder nach unten. Also das zeigt, dass wir diese alten Zustände vor Corona so schnell nicht erreichen werden. Genau das haben die Aktienmärkte aber eingepreist. Und genau das wird wahrscheinlich nicht passieren. Schauen wir uns mal die Charts an, meine Damen und Herren.
die wir hier anhand des DAX zunächst mal studieren. Der DAX hier auf 4-Stunden-Basis bei 11.895. Wir haben also Tschüss gesagt zur 12.000er-Marke. Wir könnten hier vielleicht eine Schulterkopf-Schulterformation definieren. Schauen wir uns mal den Nasdaq an auf Stundenbasis. Hier geht es jetzt wieder ein bisschen nach oben, aber das war schon ein ziemlicher Knall. Nasdaq 100 hier auf Stundenbasis, wie gesagt, da nochmal das Top über der 10.000er-Marke. Dann der herbe Abverkauf. Was macht Lydda Jones? Da sind wir bei 25.580 Punkten. Der S&P 500, der handelt aktuell bei 3.052 Punkten. Besonders unter Druck heute die Nebenwerte Russell 2000, die zuletzt ja so gut gelaufen waren, ähnlich wie der Nasdaq. Was macht Gold in den Charts von Capital.com? Da sind wir bei 1.700 knapp 30. Gestern ja der Anstieg nach der Fed. Warum? Die Fed hat mehr oder weniger gesagt, wir machen eine Yield Curve Control, decken also die Renditen für länger laufende Anleihen. Und das ist positiv für Gold, weil wenn dann irgendwann die Inflation anzieht, und sie wird anziehen, das ist eine Frage der Zeit, wahrscheinlich noch nicht in 2020 nachhaltig, aber dann spätestens 2021, wenn auch Nachfrage wieder anzieht, dann dürfte das inflationär sein. Und wenn dann eine Notenbank da ist, die die Renditen deckelt, die also praktisch die Zinsen deckelt, dann sind die realen Zinsen, die praktisch in der Inflation der Fall sind, oder die Verbraucherpreise steigen dann stärker als das, was an Anleihenmärkten an Zinsen bezahlt wird. Also müssen alle raus aus Anleihen und müssen irgendwo rein, wo sie Inflationsschutz haben. Das wäre Gold. Aber wir haben halt hier bei 1743 um und bei ein Top gebildet, wie wir hier sehen, schon aus Anfang April. Schauen wir uns noch den Euro an, der jetzt unter Druck ist. 1,1340, auch topisches Muster hier bei der 1,14, prallt jetzt nach unten. Und der Euro-Stärke, Dollar-Schwäche war ja sozusagen auch die Begleitmusik zur Rallye an den Aktienmärkten. Und wir sehen, Crude Oil hält sich nach teilweise sehr krassem Abverkauf hier auf 5-Minuten-Basis bei 36,56. Also das sind die Gründe, die man vielleicht heute benennen kann. Es gibt offensichtliche Gründe. Covid-19 in den USA, überhaupt keine Eindämmung erkennbar. Erster Grund. Zweiter Grund, skeptische Aussagen von Jerome Powell zur schnellen Erholung, die die Aktienmärkte längst eingepreist hatten. Der dritte für mich sehr relevante Grund ist, dass die Chancen für Donald Trump durch die Situation nicht größer werden, jetzt die Wahlen zu gewinnen. Noch ist er lange nicht aus dem Rennen. Und der vierte Grund ist einfach, der Exzess war zu exzessiv und irgendwann muss jeder Exzess enden. Das ist wie im richtigen Leben. Irgendwann spielt der Körper nicht mit. Wenn ich jeden Tag totale Party fahre, dann kommt irgendwann mal der Kopfschmerz. Das soll es erstmal gewesen sein. Ich wünsche den Süddeutschen, den Nordrhein-Westfalen, den Saarländern, den Hessen, den Rheinland-Pfälzern, den Württembergern, selbst den Schwaben wünsche ich einen wunderschönen Fronleichnam. Und die fleißigen Norddeutschen und Ostdeutschen, die denken an sie und beneiden sie natürlich, aber die sind jetzt auch fertig mit der Arbeit, so wie ich. Ich sag euch Servus und ciao.